What the fuck? Ich sterbe gleich, Kindchen. Ich bleib bei dir. Sicher, hast du Hunger, oder? Der Punkt ist, ich hab kein Damage genommen. Warum? Echt jetzt? Ich hab kein Damage genommen. Okay, dann... Übrigens, hier ist deine Pickaxe. Okay, sicher. Okay, sicher, warte. Also, ich baue mich jetzt mit Cobblestone hoch und dann mit Wood. Ich schaff das. Okay, alles klar. Ich hoffe, du hast das so in der Aufnahme. Ja, ich habe gerade dazu gestattet, was du... Bumm. Oh Gott. Alles klar, alles klar. Sehe ich dann, dann warte. Oh, scheiße. Ich habe Angst, wenn ich jetzt runterfalle, ist alles weg und dann jetzt mitnehmen können, aber gut. Sehe ich dann. Du machst mir langsam Angst. Aber das war nur genial. Ich komme erstmal rein. Ich stehe genau neben dir. Oh, ich hab einen Lachkrampf. Was tut weh. Und zwar okay. Herrlich. Wie mache ich das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Einfach nicht sterben. Ja, gut, aber. Ich hab's sowieso, was soll's. Das ist so, als ob du für 50.000 Euro in der Tasche irgendwie auf die Gasse gehst. Natürlich, es weiß keiner, dass du es in der Hand hast, aber Angst hast du trotzdem. Ja, ich weiß, du kennst das Gefühl nicht. So, ich gehe jetzt hoch. Ich kenn das Gefühl nicht. Weil du noch niemals 50.000 Euro in der Tasche hattest und wenn, dann würdest du mir Bescheid sagen, denn sonst würde ich das... What the fuck? Ganz ehrlich, Sichern, ganz ehrlich... Ich hatte keine Blöcke mehr. What the fuck? Okay. Das ist so traurig. Okay, was machst du? Achso, da. Ich habe gerade übelsten Nachkram, das müssen wir schon lassen. Kannst du mir das so als Trailer rausschneiden, damit ich das bei mir posten kann? Ja, gerne. Danke. Okay, wir haben jetzt eine Kuh, ein Chicken und ein Schaf. Guck mal hier rein. Ein bisschen Roastbeef, eine Pizza. Ich muss das mal eben ordnen. Chup, chup, chup. So. Moment. Achso. Wir haben schon mehr als ein Stack. Gerade, dass hier im Holzhaus nichts spawnt. Naja, tagsüber ist das wahrscheinlich auch nicht der Fall. Ich glaube, ich sollte mal hier ein bisschen drum gehen und... Ja, natürlich, war so klar. Was denn? Ich plötzlich hier gerade Fackeln und mach's wieder weg und plötzlich setzt sich mal eben das Lightning. Ja, das ist irgendwie gruselig. Hä? Jetzt schon wieder... Lol. Es wird schon wieder Nacht? Das war doch ja, eben... Ja, du warst die ganze Zeit doch da unten. Ach so. Abgebaut. Ja. Hab ich gerade im Okay, Set. Soll ich jetzt also alles abbauen oder... Also alles Diamante oder... Nimm die ersten paar Diamonds. Und die lassen wir noch fürs Erste unten, also nur einer hat ein Diamond-Set. Also nicht mal ein Set, einfach nur Spitzhacke auf jeden Fall. Ja, okay. Wegen Obsidian. Aber so weit lieber nicht. Ich baue... Wie viel braucht man für ein Enchantment-Table? Zwei, ne? Keine Ahnung, wie ein Enchantment-Table überhaupt geht. Ach ja, stimmt, zwei braucht man dafür. Also... Weißt du, wie viel man braucht? Nein. Ach ja, jetzt weiß ich es plötzlich. Ja, ich hab mich nur... Ich wollte nur zuerst fragen, bevor ich denke, verstehst du? Suddenly everything is dark. Und bitte, bitte halte. Das wäre sehr nett. Axt, halte noch, schaffst du? Ja, also, tschüss. Ich trinke hier mal ein bisschen. Wie immer. Ja, das tue ich auch gerne. Trinken ist toll. Von der Seite. Ja, all these things I hate me all around me. Hör auf mitzusingen, ich hab jetzt OSTs am Laufen. Hör auf mitzusingen, du hast Krimol am Laufen. Ich hab Skrimol. Skrimol. Skrimol, das hört sich wieder so schön. Bitte sag mir, da ist nichts gespawnt. Kommt doch von wo? Oh, ganz unten war es dunkel und es ist nichts gespawnt, das war gut. Popo spawnen. Was? Okay, soweit nichts. Soweit ist dort safe. Aber ich sollte mal hier so in die Nähe eine Fackel setzen, von wegen, damit... Boah, das war knapp. Ja, was meinst du? So, ich hab eine Fackel gesettet. Ja, ich guck einfach nur gerade immer wieder wegen unserem tollen Spawnhäuschen. Hab jetzt in der Nähe eine Fackel gesettet, damit nicht wieder irgendein hinterhältiger Creeper kommt. Jetzt sollen wir alle schön im Haus bleiben. Das hat sich bei dir gerade so angehört wie so ein Creeper. Der gerade Damage bekommen hat. The fuck, soll ich jetzt das Redstone ganz abbauen und nur die Diamanten lassen, oder?
Redstone. Weil unser Redstone ist ja auch Pulver, den könnten wir auch vervielfältigen. Mit Enchantment. Abel. Ich weiß nicht. Überleg du mal. Ja gut, ich baue mir einfach so ein kleines Treppchen runter in den Diamanten, baue 5 Stück ab und dann lässt es schon regeln. Ja. Regeln, diggeln. Und ich versuche jetzt mal ganz stylisch mit um die Länge meines, also die nicht vorhandene Länge meines Headset-Kabels auszunutzen, meine Jalousie nicht hier runterzuziehen und zu hoffen, dass. Tu es nicht! Tu es nicht! Nein, 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 nicht runterfallen, nicht runterfallen. Sehe Stern. Ich versuche hier gerade meine Jalousien runterzuziehen. Unsere Generation ist sowas von faul. Ich weiß. Das liegt in den ganzen Kabeln. Okay, weit genug unten. To be honest, viel zu weit unten, aber scheiß drauf. Nee, weißt, ich habe über meinem tollen Rocket Cave hier so extra so ein Mixtable, von wegen, dass ich dann ein bisschen rumschrauben kann an einem Equalizer, ja. Und den lege ich halt immer hier auf den Tisch, da kann ich ja gleich so drehen, mich schnell muten und sowas. Problem ist aber noch, das Kabel zum, also von diesem Teil zum Headset ist recht kurz. Da muss ich mich so ganz komisch winden und drehen, damit ich hier bei meinem Fenster in die Jalousien reinkomme, die ich dann runterziehe, aber das Ding auf dem Tisch bleibt. komisch, das braucht echt. Oh, Redstone geht so leicht abzubauen, das ist auch doof. Echt? Ja, dauert nur 2 Sekunden oder sowas. Höchstens. Ging früher. Hat früher gedauert. Und nur ein Layer Lapis Lazuli, wow, wundert mich. Wozu brauchst du Lapis Lazuli? Wir haben ja noch nicht mal da irgendwie was für Schaf. Apropos Schaf, apropos Schwein, apropos Cow, obwohl ich letztere 2 nicht erwähnt habe. Wir könnten uns ja demnächst anfangen, hier eine richtige Farm zu machen für die, ne? Eine richtige Farm. Futter haben. Ja gut, aber wir haben nur ein Schwein, was wollen wir da groß was machen? Na scheiße, verdammt, das ist ja immer zu 1. Okay, ja, das Einzige, was wir haben können, ist... Fuck. Ah, da. Das Einzige, was wir haben können, ist noch unendlich Wolle. Ja, und die 2 Ressourcen sind begrenzt, was ich total behindert finde. Ich glaube, ich habe keine Torch unten gesetzt, oder? Ach, verdammte Scheiße. Soll ich dir was hinterher schmeißen? Nein, ich bin schon ganz oben. Ach, sei. Okay. Ich bin fast fertig mit dem Tower da unten. Ich bringe frohe Kunde. Und guck mal, wie das Redstone noch leuchtet. Ich weiß. Du hast echt hässlich drumherum gebaut, das muss man hier schon lassen. Entschuldigung, Captain Ästhetik. Das spawnt nichts. Ich glaube, ich bin einfach immer noch zu nah dran. Du Bruce Danell, der Minecraft-Welt. Bruce und du bist schwarz. Ah, meine Fresse, bin ich flach. Okay, ich bin wirklich schwarz. Dein Ernst, ich bin schwarz. Ja, das ist ja das Problem. Oder eben nicht. Du verkackst jetzt gerade ziemlich wieder Zuschauern. Ich glaube nicht, dass ich irgendeinen schwarzen Zuschauer habe. Aber Grund selbst wenn. Ist, wenn du hinter mir stehst. Ja, ist ja gut, Mensch. Nimm meine Pickaxe ganz auf. Immer hier. Du weißt ganz genau, dass dein Pickaxe fast verloren gegangen wäre. Ja, und? Hinter dir. Hä? Ah! Wo ist unsere Axt? Ja. Wo ist... Achso, da. Oh, das ist so schön genau gezeichnet. Ich mag mein Texture Pack. Diesmal mit dem SPHXBD. Purecraft. Das habe ich auch bei dem einen neuen Let's Play von Minecraft, den ich da ausprobiert habe, habe ich es auch benutzt. Okay. Ich werde das eh bald hochladen, das ist schon fast fertig gerendert, von hinten bis vorne. Neues Let's Play, ja. Ja, aber es ist nicht so gelaufen, wie ich das haben wollte, sagen wir es so. Wirst du schon gesehen. Du bist auch nur einer meiner Zuschauer, also von daher darf ich es nie richtig verraten. Einer deiner Zuschauer spielt hier gerade mit dir das 4-Pillar-Survival und einen dieser Zuschauer kennst du seit guten 5 Jahren. Leck mich! Ja, okay, Entschuldigung! Sag mal an. Was? Ja, was das ist. Was du da aufgenommen hast? Hardcore-Survival. Tobi hat die Idee, dann denke ich es auch zu machen. Also zähl dir, dass ich es vielleicht auch machen möchte, machst du es. Du kannst es auch machen, ist doch egal. Hardcore Survival macht jeder, das macht doch Tsukigetsu. Tsukigetsu, ich hab ja gerade gesagt, Tobi. Achso. Du bist so voll nicht am Zuhören. Nein, ich war schon am Zuhören, weißt aber so, wenn du denn so. Dieses Gefühl, wenn ich sehe, da liegen 2 Kabel, dann denke ich mir, okay, ich baue jetzt bis 62 ab und springe runter, damit ich einen Stack hab. Und dann springst du rein, holst diese. Es waren fünf und nicht nur zwei. Es geht ums Prinzip. Auf dein Prinzip scheiß ich. Das hab ich gerade gemerkt. Okay, ab zum Braten! Ab zum Abbauen!
Aber hey, du kannst genauso gut singen wie ich. Richtig. Du musst das enthusiastischer machen. Das war aber kein schönes Singen. Das war kein Sing, das war das Vorbereiten. So nach dem Häusband, weißt du? Danke! 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 Okay, wir hören auf. Okay, das hier. Ich wollte gerade sagen, das wird langsam schlimm. So. Alles klar, man. Dann haben wir jetzt noch eine neue Chest und die setzen wir genau neben und dann haben wir hier sowas Symmetrisches. Blau, schwarz, blau, schwarz, blau. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen. Vor allem, weil ich dann unten irgendwie mal Sterne sehe. Das ist echt creepy. Okay, was wollte ich jetzt machen? Ah ja, genau. Haben wir überhaupt genug Cobblestone dafür? Ja, haben wir. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 und so weiter. Sehe ich denn? Ja. Ah, gut. Ich dachte, ich habe hier einen DC. Das merkst du ziemlich, wenn ich mitten im Bord erpresse. Es ist so dunkel, aber ich bin froh, dass sie nichts in meiner Nähe spawnen können. Diese schöne Begrenzung, seriously. So. Irgendwie habe ich dieses unschöne Gefühl, dass mit 64 glaube ich, es doch nicht ausreichend werden, um mich wieder hochzubauen. Na, das reicht, keiner glaubt mir. Ah, ich sollte vielleicht das Wichtige braten, nicht das Unwichtige. Nein, Dirt Block! What the fuck? Ah, endlich wird's wieder Tag. Ich finde es auch schön zu sehen, wie schlecht wir eigentlich unter der Map gearbeitet haben. Warum? Naja, du hast vereinzelt irgendwo Blöcke rumhängen. Na.